Zuerst muss ich euch noch ein gutes neues Jahr wünschen. Viel Glück und vor allem viel Gesundheit. Das ist mal das Wichtigste. Und noch vielen Dank für die 100 Abos, wo ich jetzt habe. Das ist ja auch gewaltig. Das finde ich auch ganz toll. Macht mir richtig Spaß, wieder was Neues zu tun. Und heute habe ich noch, ich habe immer so viel altes Zeug rumfahren, ich habe ein altes Haus, habe ich dann noch einen alten Balken gefunden. Und da, ups, mache ich jetzt nicht, dass mir das auf den Kopf fällt, versuche ich jetzt einen Cappy-Halter zu machen. Das Holz ist eigentlich nur massiv, das ist, glaube ich, vom Holzwurm angefressen, macht aber nichts. Das passt ein bisschen so zu meinem Look vom Haus. Und ich kann das Licht anmachen. Dann müsste der Dach wieder ein bisschen besser sein. Was für die Beleuchtung ein? Ja, das sieht man schon wieder besser. Und hier mache ich das die Halterung rein, dass man das so aufhängen kann. Das ist mal wieder der Plan. Jetzt mal sehen, wie wir das machen. Zuerst muss ich das mal kürzen, hier und hier. Dann sind wir auf der Geraden. Und dann gucke ich mal, wie ich den bearbeiten kann. Überlegen ist jetzt, also ich habe einen Grat gemacht, ich sehe das hier, links und rechts, und ich möchte eigentlich die Struktur vom Holz behalten, ich möchte da gar nicht groß glatt schleifen, sondern einfach die Struktur ein bisschen rausbringen. Das mache ich mit der Drahtbürste, geht auch der Dreck noch weg, und ich habe ein bisschen Struktur im Holz drin, was auch nachher nicht schlecht aussieht. Hier am besten mit der Drahtbürste. Die Zweige Holz wurden ein bisschen rausgearbeitet. Und die ist auch noch Dreck, dann ihr seht. Das ist also. Aber so kann ich nachher die Struktur schön rausholen. Und das bleibt noch ein bisschen. Und das hat noch ein bisschen Pflicht in der Struktur drin. Geschliffen, und dann zeichne ich jetzt die Mitte an, und dann können wir nachher Lego bauen. Der hat 9, dann gehen wir auf 4,5. Dann habe ich hier die Mitte. So ganz genau muss das jetzt auch nicht sein, aber so ungefähr. Das muss nicht genau die Mitte sein, so meine ich. Dann haben wir eine Länge von 90, 95, wenn wir sagen alle 10 cm, alle 15, 1, 15, hier einmal 30, 45, 50, 60, 75 und noch 1 bei 90 wieder. Das ist immer doch eigentlich schön. Dann müssen wir 90, 75, 60. Diesen, okay. Da bohren wir uns einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da bohren wir uns ein paar Löcher rein. So, wenn wir jetzt ein Loch haben, dann steht das so an der Wand. Das ist so, und dann muss die aufhängen praktisch so nach oben weg. Ja, jetzt machen wir uns da 5 Löcher rein. Das ist das
So viele Kappen habe ich jetzt auch nicht. Muss ja nicht zu groß werden. Ich habe den Mittelpunkt in 45 Grad schon angezeichnet, bevor ich gebohrt habe. Und jetzt mache ich da praktisch nur noch eine Parallele von 1,5 cm, einen Strich dazu, und dann kann ich das ausbohren. Dann hätte ich das, wäre das okay. Das ist zur Mitte genau, das wäre zur Mitte hier. Ihr seht, den Strich habe ich angezeichnet. Und jetzt mache ich die 1,5 cm dazu. Und die säge ich mir dann raus. Das mache ich jetzt mit der Stichsäge kurz. Säge das kurz raus und dann muss ich es vielleicht noch ein bisschen abschleifen. Das schauen wir mal. Es kann sein, es ist das erste Mal passiert, dass man da Speicher voll war. Es kann sein, der Teil gar nicht drauf. Da ist man ein Stückchen abgebrochen, das kann ich aber flicken, das ist jetzt kein Problem. Und ja, das machen wir so hin. Und ob ich es jetzt ausgesägt habe, weiß ich nicht, ob es drauf ist. Ich würde es in der Zwischenzeit ein bisschen ausschleifen und dann kann das trocknen, solange das ist also. Dann kann das so lange trocknen, wenn ich noch die ausschleife. Das müssen wir sowieso nochmal drüber. Das Überschüssige, was da jetzt rauskommt, dann müssen wir auch kleine Dinge machen. In der Zwischenzeit tue ich hier noch diese Kanten kurz ausfeilen und dann haben wir es meist ja schon. Müsste das trocken sein. Ich habe es noch ein bisschen ausgeschliffen. Jetzt hier, das was da gebrochen war. Das können wir jetzt wegmachen. Also das würde jetzt schon so prima gehen. Das kann man schön einhängen. Ich muss vorhin noch ein bisschen nachschleifen. Und
und dann wird es noch lackiert, beziehungsweise lasiert man es diesmal. So sieht es nachher aus. Dann können wir die hier mal anlassen. Kappen hier einhängen. Ich nehme es ein bisschen mitgenommen, aber das ist jetzt egal. Gut, mal nur das Lackieren am besten. Was haben wir dann? 10,26. Von hinten brauche ich sie nicht streichen. Das geht dann so. Jetzt ist es soweit trocken und ich kann es eigentlich schon in die Wand montieren. Was ich jetzt noch gemacht habe, das hat wirklich gefehlt, wo der Speicherkarte voll war. Ich habe mit einem 15er Forstnerbohrer ein Loch gebohrt und da kann ich nachher die Nägel durchschrauben und als Deckel kommt diese kleinen, das ist so eine Art Dübel, aber sie werden irgendwo im Holzbau verwendet, habe ich vom Zimmermann, Palettis oder irgendwie so einen Namen haben die. Die sind vorne konisch und die werden nachher reingeklopft in den 15 und die habe ich gleich mitgestrichen. Das kann man jetzt im Prinzip die Schrauben reinmachen. Jetzt kommen hier die Schrauben rein. Und dann kann ich das eigentlich schon an die Wand hängen. Schon vorgedübelt und geschraubt.
Dann kann ich das hier reinhängen. Hier unten das Gleiche. Kommen jetzt diese kleinen Palettis rein. Der hält. Der hält auch. Und schwupps haben wir schon Platz für die Kappen. Natürlich, die können wir jetzt ein bisschen weit auseinander machen, aber müsste auch gehen. Kann jeder seine Kappe rausnehmen. Ich habe jetzt gerade bloß eine da. Muss mal suchen, wo die ganzen Kappen sind. Ich kann auch die Hundeleine drüber hängen. Also die Kappen aufhängen, ist das ideal. Dann fahren sie nicht mehr überall rum, wie da und dort oder an der Drin. Ich möchte auch die andere Seite vom Garderobe noch neu gestalten. Das kann noch ein bisschen dauern. Mal sehen, wenn ich das mache. Projekte habe ich noch viele vor, weiß nicht immer, wann ich was machen kann oder wie ich Lust dazu habe. Ich denke, am wichtigsten ist, dass man Lust hat, ein Projekt zu bauen, dann kommt auch was dabei raus. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuschauen, und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss, euer Hansi. Macht's gut, schöne Woche. Ciao.